Kapitel 7. In Gedenken an Elf Potenza. Empire Bay, 10. April 1951. Ja, er sagt, jetzt ist er aus dem Knast rausgekommen. Es gibt ja schon wieder keine Sprache. Alles hat sich verändert. Winter ist vorbei, die Sonne scheint jetzt und es ist Sommer. Das ist scheiße, dass es keine Zwischensequenzen mehr gibt. Und die Musik ist wahrscheinlich sowas von Kacke. Und da sind wir auch schon. Whee! Okay. Gut, dann gehen wir mal reden mit Mister weiß ich nicht. Dann müssten wir ja auch so bald zu meinem Lieblingsmission kommen. Lange. Upa. Briefe. So, dann gehen wir mal hoch. Schauen mal nach, ob da was irgendwas Neues ist. Klopf, 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 klopf. Vito! Hey, bist du ausgebrochen? Schön, dich in normalen Klamotten zu sehen. Endlich wieder auf der richtigen Seite des Gitters, hä? Willkommen zu Hause. Komm rein, komm rein. Mann, es hat sich viel verändert, während ich weg war. Das kannst du laut sagen. Hey, es ist zwar nichts Besonderes, aber ich habe dir ein nettes kleines Apartment besorgt. Danke. Ich habe eine Überraschung für dich. Heute Abend feiern wir. Ich stell dir einen neuen Freund von mir vor. Ich liebe Überraschungen. Du brauchst ein bisschen Bares, eine kleine Starthilfe. Hier, fürs Erste. Ich habe auch eine Knarre für dich, wenn du eine willst. Ah, hier. Kann man immer brauchen. Was hast du jetzt vor, wo du wieder ein freier Mann bist? Ist doch klar. Ich will wieder mit dir zusammenarbeiten. Freut mich. Ich hatte schon Angst, dass sie dich da drin bekehrt haben. Nein. Ich habe im Knast eine Menge Kontakte geknüpft und viel gelernt. Inzwischen weiß ich, wie der Hase läuft. Sehr gut. Ich habe nämlich nicht auf der faulen Haut gelegen, während du gesessen hast. Keine Angst. Ich zeig dir, wo was läuft. Wie immer. Worauf warten wir? Ziehen wir los. Du lieber Himmel, seit wann hast du denn Hummeln im Arsch? Ach, scheiß drauf. Komm, gucken wir uns deine Bude an. So, dann gehen wir mal zu unserem neuen Haus. Wir nehmen meinen Wagen und fahren zu deinem neuen Vermieter. Setz du dich ans Steuer, damit du wieder ein bisschen Übung kriegst. Hoffentlich hast du im Knast das Fahren nicht verlernt. Hey, keine Panik. Das ist wie mit dem Fahrradfahren. Klar, nur dass es kein Vermögen kostet, wenn du ein Fahrrad schrottest. Gut, ich hab verstanden. Deinem Baby passiert nichts. Das will ich auch schwer hoffen. Ach übrigens, die Autos haben sich ziemlich verändert, seitdem du in Bau gewandert bist. Deine neue Bude ist einfach die Straße runter. Sie wird dir gefallen. Mit einem Burnout raus auf die Straße. Es ist schlecht gelaufen, als du im Knast warst. Aber jetzt, wo wir wieder zusammen sind, kann uns nichts mehr aufhalten. Henry mal gesehen? Nein, schon ein paar Jahre nicht. Er hat sich ziemlich beschissen gefühlt wegen der Geschichte. Was hast denn so getrieben? Wir konnten ja nicht offen reden, wenn du mich besucht hast. Tja, nach der Scheiße, die Clementi und dieses Arschloch Luca mit uns abgezogen haben, bin ich zur Falcone-Familie und habe für sie gearbeitet. Echt? Ja, wart mal den Abend ab. Wie gesagt, ich habe eine Überraschung für dich. Brauchst nicht zu fragen, ich verrat's dir sowieso nicht. Oh Mann. Entspann dich. Ich hab das Wochenende geplant. Ich weiß ja schon wieder gar nicht mehr, was die Langsam-Taste ist. Was mache ich denn? Nein, einsteigen. Scheiße. Ich weiß nicht mehr, was die Langsam-Taste... Ups, das ist die Map. Hä? Was ist denn die Langsam-Taste? Steuerung. Ich habe schon wieder die... Oh, fuck. Ich vergesse mal, die Zeit zu stellen. Gehen, fahren. Wie heißt die Leertaste? Maus mit der L. Ey, wieso sind das so weit hinten? Jeden verfluchten Wagenrahmen? Krieg dich hier fälligst ein. Bist du farbenblind? Die war rot. Was war da? Ich hab nichts gesehen. Easy going. Schau, die Ampel ist auch rot. Und da hast du nichts gesagt. Ach scheiße, die Musik. Die Musik. Ich muss sie ausmachen. Sorry, geht... Achso, hier Radio. Weil, da hatte ich ja solche Probleme in den letzten 15 Folgen. Sag mal, was soll der Scheiß? Oh Mann, entspann dich.
Okay, hier ist es. Park irgendwo. Sieh dir die Bude an, sie liegt im obersten Stock. Die erste Monatsmiete habe ich schon für dich bezahlt. Ach ja, der Eingang zu deiner Garage liegt in der Seitenstraße da. Danke, Joe. Echt nett von dir. Hey, übrigens der Schuppen, wo wir heute Abend hingehen. Was für eine Tür ist es? Hat er gesagt, oberstes Stockwerk? Okay, da wären wir. Ich bin sicher, dass Sie sich hier wohlfühlen werden. Ich wohne in einem ähnlichen Apartment. Wie Sie sehen, hat es sogar Telefon. Und das ohne Aufpreis. Und hier ist das Bad. Sauber und modern. Und so viel heißes Wasser, wie man will. Cool. Und hier ist das Schlafzimmer. Komplett mit Bett. Groß genug für zwei. Auch für drei. Und es quietscht nicht. In meinen Augen immer ein Plus. Sie werden viel Freude mit Ihrem neuen Apartment haben, Sir. Falls Sie Fragen haben, nur keine Hemmungen. Nur eine. Wann gehen Sie endlich? Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich muss noch zu einem anderen Interessenten. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Kriegt nicht mal die Tür hinter sich zu, der Wichser. Alle Türen offen. Nein, die Tür soll offen bleiben, weil wir uns jetzt hier schlafen legen. So. Oder auch nicht. Doch, nee, nee. Hä? Können wir nicht schlafen? Nee, weil wir eine andere Mission haben, nicht Homo. Okay, dann gehen wir halt wieder raus. Der Ausgang. Da ist der Ausgang. Mister. Garage ist links hinten hinter der Ecke. Alter, so ein Auto haben wir gefahren. Nice. Ist jetzt wahrscheinlich schon halbes Vermögen wert. Müssen wir mal tunen, wenn wir genug Kohle haben. So, dann gehen wir mal hier rein. Und ziehen uns nice Klamotten an. Drehen Sie sich um. Rufen Sie mich, wenn ich helfen kann. Natürlich in Schwarz. Bitte sehr. Ja, wie immer natürlich. Richtig nice. Kommen Sie bald wieder. Ja, werde ich. Nicht. Haben wir überhaupt Kohle? Ja, ganz bisschen. Ein bisschen mehr wäre geil. Schon wieder gar nicht mehr, was die Hupe war. Ist auf jeden Fall nicht Haar. So, dann biegen wir hier mal ab. Parken unser Auto. Nein, Mann. Da waren irgendwie vier Sachen jetzt mit E. Ist noch ein bisschen verbuggt. Ist noch ein bisschen verbuggt? Das ist wohl immer verbuggt. Das ist verbuggt. So. Das wird sich nicht mehr ändern, glaube ich. So viele Updates wird es für das Spiel nicht mehr geben. Oh, was war denn das? Ach so. Kann das Licht ausschalten. Ich dachte schon, hier ist irgendwie so ein Wanted-Bild oder so. Der hat wohl auch Spaß gehabt über die Nacht. Mein Gott, ich dachte schon, du kommst nicht. Feines Stöffchen steht dir. Danke.
Also, was läuft heute Abend? Der Hut ist geil. Gefällt mir. Ein Freund von mir kommt gleich vorbei. Ich habe ihn kennengelernt, während du deinen kleinen Urlaub genommen hast. Führ dich anständig auf. Er ist nämlich ein wichtiger Typ. Ach ja? Er muss gleich hier sein. Wer sagt's denn? Hey, Joe! Hey, Eddie, hier wie läuft's denn so? Na, bestens, kann mich nicht beklagen. Ist das dein Kumpel? Ja, das ist Vito. Vito, das ist ein Freund von mir. Eddie Scarpa. Freut mich, Eddie. Ganz meinerseits. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin am Verdursten. Gehen wir.